Ja, ist wieder der Mischer von Amazon bzw. der Testmischer von YouTube. Heute zeige ich euch mal ein paar Bauchschlaufen, wo man Bauch mit trainieren kann. Und zwar gibt es die hier von Bad Company auf Amazon. Das ist jetzt das Modell, wo die Schlaufen etwas länger sind. Und dann gibt es ja noch das Modell mit den kürzeren Schlaufen. Man kann sich mit den Händen dann nachher besser an den Schlaufen festhalten und wackelt dadurch nicht so viel. Dann wünsche ich mal viel Spaß mit dem Video. Und da sind sie, die Schlaufen. Ich habe das Glück, dass ich bei mir im Haus einen Stahlträger habe. Und da konnte ich jetzt prima halt so eine Klimmzugstange dran machen und daran dann die beiden Bauchschlaufen, um Bauch zu trainieren. Und jetzt zeige ich mal, wie die so aussehen. Ja, und hier haben wir die Schlaufen. So schauen sie aus. Steht halt Bad Company drauf. Hier ist so ein bisschen gepolstert innen drin. Kann man auch ein bisschen eindrücken. Ja, und wenn man die Arme drin hat, dann gehen die halt so runter. Und ich würde sie mir jetzt nicht nochmal holen, aus dem Grund, dass es mir einfach hier zu lang. Wie ich eben gezeigt habe, gibt es hier noch diese andere Version, die eigentlich ziemlich kurz unter dem Karabinerhaken aufhört. Und die kann man besser greifen. Weil ich persönlich schwinge hiermit zu viel rum. Man kann zwar nachher, wenn man hier die sag mal, Arme drin hat, sich hier festhalten, aber sag mal, weiter wie hier geht das eh nicht, weil man ja keine Affenarme hat. Aber ansonsten ist das Produkt nicht verkehrt und wer Interesse daran hat, der soll sich es gerne mal anschauen, beziehungsweise dann bestellen. Aber ja, die anderen gefallen mir persönlich halt besser. Hier sind ja diese beiden großen Karabinerhaken, wie man sieht. Ich habe die jetzt halt hier oben befestigt, damit die nicht immer runterrutschen, wenn ich Bauch trainiere. Ja, hier, das ist beweglich, das Teil. Und das kann man hier nach oben schrauben. Ja, und dann ist er halt nicht mehr beweglich, also der öffnet sich dann nicht mehr. So, jetzt zeige ich das gerade mal. Also normal müsste die Stange noch ein Stück höher eigentlich an die Decke befestigt werden, aber da wird die bei mir wahrscheinlich rausreißen, weil ich so tolle Decken hier habe. Ja, dann geht man halt hier mit seinen Oberarm rein. Dann kann man sich jetzt hier festhalten. Aber wie gesagt, weil das halt schon mal länger ist, diese Trageriemen, schwingt man schon so ein bisschen halt. Ja, und jetzt kann man halt dann Bauch trainieren. Man kann zum Beispiel die Schuhe anlassen, hat man noch ein bisschen Gewicht an den Füßen und kann dann halt verschiedene Übungen machen. Jetzt hier gerade mal von weit gefilmt. Also einfach die Arme rein. Ich kann jetzt so, eigentlich hängen. Aber wenn ich jetzt so gehen lasse, komme ich trotzdem Boden an. Also müsste was höher sein, wie eben schon erwähnt. Und dann kann man, wie gesagt, Bauch trainieren und auch langsam wieder runterlassen. Dann schwingt man nicht so viel. Wo man auch noch richtig gut seinen Bauch mit trainieren kann, ist mit so einem Gerät hier. Das ist noch Oldschool von früher. Übelst schwer, übelst robust. Und damit kann man übelst seinen Bauch trainieren, weil man kann das Ding so steil verstellen, dass man eigentlich vorher einen Bergschein machen muss, um da dran trainieren zu dürfen. Und da hat man natürlich dann den extremsten Winkel durch. Das ist jetzt nicht ganz hochgestellt. Zeige ich gleich mal. Hier vorne hat man dann halt noch so Beinpolster, die sind auch noch verstellbar. Und dann kann man dann seinen Bauch richtig quälen. Jetzt zeige ich euch mal gerade. Also hier braucht man fast schon einen Stuhl oder eine Leiter, um überhaupt hochzukommen. Also die höchste Position ist halt jetzt. Man kann das jetzt hier noch verstellen, aber das ist die unterste Position. Und wie gesagt, das Ding ist halt übelst schwer. Man kann gucken, ist das nächste. Also
tun halt. So, mal gucken, ob das hier fest ist. Ja, und dann muss man halt jetzt hier so hoch. Hier ist so ein cooler Griff zum Festhalten. Und dann kann man dann hier richtig geil sein. Bauchkeulen. Ja, hier wollte ich es nochmal zeigen. Das hier ist jetzt eine Gym 80 Bauchmaschine, die ist jetzt bei eBay weggegangen, 580 Kracher hat die gebracht. Und zwar, ja, gute alte Maschine von früher. Hier setzt man sich rein, oben hält man sich mit den Händen an den Griffen fest, die Beine kommen unten ins Polster und dann lässt sich der untere und der obere Teil bewegen. Also man kann da schöne Crunches mit Gewicht machen. Hier sieht man auch den Gewichtsblock. Und wer so eine Maschine in seinem Studio stehen hat, der kann sich echt glücklich schätzen, weil in vielen Studios sind die Maschinen gar nicht vorhanden oder in einer abgespeckten Version, was dann absolute Mickey-Maus-Kacke ist.